ist. Also letztlich haben Sie eine Abrechnung mit den Grünen geschrieben, die nach dem Prinzip geht, die behaupten etwas zu sein, was sie in dem Moment, wo sie als Partei regieren, natürlich nicht mehr sind. Und sie schreiben im Prinzip als Fazit fast, Verrat ist eine Kunst, die die Grünen meisterlich beherrschen. Ist daraus denn zu schließen, dass jeder, der in die Politik geht, egal mit welchen Idealen er gestartet ist, und die Grünen sind ja mit Idealen gestartet, irgendwann am Ende dieses ganzen Prozesses so ist wie alle anderen auch? Also ich habe keine großen Illusionen über das, was etablierte Parteien sind, aber ich muss jetzt sozusagen auch aus so einem Abstand von vor 20 Jahren ausgetreten, das nochmal angeguckt, sagen, es gibt keine andere Partei, so viel Kritik ich auch an allen hätte, ja? In der die Differenz zwischen dem Image und der praktischen Realität der Politik so groß ist. Das heißt, die können heute rumlaufen und sagen, wir sind ziemlich sozial denkende Menschen und gleichzeitig verschweigen, dass sie mit noch größeren Prozentsätzen als die SPD die Axt an den Sozialstaat gelegt haben mit Agenda 2010, Leiharbeit, Hartz IV und was nicht alles. Sie können heute behaupten, dass sie ganz doll kämpfen gegen die CDU wegen Laufzeitverlänger Atomkraftwerke, aber vergessen zu erwähnen, dass sie die juristische und technische und politische Möglichkeit dafür mit ihrem sogenannten Atomkonsens gelegt haben. Also 2001 sagen müssen, es ist ein Rechtsbruch, gegen Castoren zu demonstrieren. Und heute sagen, jetzt ist gut, weil die Radioaktivität offensichtlich in der einen Hand gesünder ist als in der anderen. Mhm. Und sie können drittens auch noch sagen, in Sachen Krieg, etwa Fischer, der kann rumgehen und heute behaupten und schreiben, niemals habe er die Situation im Kosovo, Jugoslawienkrieg 98, verglichen mit Auschwitz. Natürlich niemals. Sodass ich gedacht habe, vielleicht irre ich mich ja. Ich bin ein selbstkritischer, vorsichtiger Mensch. Ich gehe nochmal in die Archive und was finde ich? New York Times, englische Zeitung, deutsche Zeitung, massenhaft über Monate. Natürlich. Und er glaubt trotzdem, dass er damit durchkommt, dass er den Vergleich Milosevic, Hitler, Auschwitz, Kosovo nie gezogen hat. Und ich dachte tatsächlich, selbst in der Zeit, wo ich ihn wirklich, also auch als er Linker war, nicht mochte, weil ich seinen Charakter nicht schätze. Ich habe gedacht, der ist in allem anpassungsfähig, aber im Kern hat er eine Sache, wo er stabil ist. Habe ich echt geglaubt, so naiv war ich mal. Das ist nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Dass er dann diese Kategorie verwenden konnte, um einen Krieg, den ersten Krieg zu begründen. Ja. Und das war die historische Sonderrolle der Grünen. Stellen Sie sich mal vor, Westerwelle hätte sich hingestellt, mit schwärzverzerrtem Gesicht gesagt, ich trage alle Last der Welt und die Entscheidung auf mir, ich will jetzt wegen Auschwitz, dass wir diesen Krieg führen. Wer hat ihn alle ausgelacht? Ich hab eine Frage. Ist der schon vorher so gewesen, bevor er in die Politik gegangen ist? Oder macht die Politik aus jedem, der reingeht, letztlich einen Opportunisten? Nein, das stimmt nicht. Das will ich jetzt mal versuchen. Ich hatte in den Grünen aus den 80er Jahren unheimlich viele Freunde, die auch meine Freunde zum größten Teil jedenfalls geblieben sind. Und was für ein Zufall, die sind alle 90, 91 ausgetreten. Und die Leute, die heute in den Grünen drin sind, wissen nur nicht mehr, was ihnen nicht vorzuwerfen ist, worüber wir uns früher gestritten haben, sondern die stellen sich heute noch hin, 10 Jahre nach den oder 8 Jahre nach den Agenda-Beschlüssen und erzählen auf Wahlveranstaltungen, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, uns fehlte nur die Vision. Das heißt, es ist auch ein Teil dieser besitzbürgerlichen, verrohenden Mittelschicht, die sich zum Teil, muss ich sagen, heute sind fast die Wähler schlimmer der Grünen als die Grünen. So, aber jetzt die Preisfrage. Warum sind denn die Grünen gerade in Umfragen so beliebt, wenn alles das stimmt, was Sie sagen? Das wäre ja dann auch die Gutenberg-Frage. Warum ist denn, wenn man da was vorwerfen kann, am Ende doch jemand so beliebt? Also es gehören ja zwei. Das Image funktioniert. Ja, klar. Also das Problem sind auch, in dem Fall sagte ich ja, also mir sind die Wähler der Grünen manchmal schon fast, und das will was heißen, unsympathischer als grüne Politiker. Wir finden in bestimmten Städten im Nordend von Frankfurt, wo ich wohne, oder im Prenzlauer Berg in Berlin oder anderswo, finden wir zunehmend so eine gehobene, sozial sehr ignorante Mittelschicht, die Öko tut, das heißt Trennung von Müll und ein Fahrrad zusätzlich zu den zwei Autos und die Kinder, aber in eine Privatschule, aber selber Öko essen, die in den Umfragen, es gibt eine wunderbare Studie, die ich nicht weiter ausführe, keine Sorge, von Professor Heidmeier aus Bielefeld, Surkamp-Buch empfehle ich sehr, wo er analysiert, wie das ist mit dieser Entwicklung. Einerseits den Sozialstaat weghauen und dann aber die Folgen der eigenen Politik missachten. Aber warum sind die Wähler so begeistert? Täuschen die sich selber? Ist es die Wähler der Grünen sind ja nicht, das ist ja nicht Volkspartei, sondern ist ein bestimmtes, gehobenes Klientel, die in den Grünen sich auch widerspiegeln und die diese Grünen auch immer weiter nach rechts in eine komplett wirtschaftsfreundliche Politik ziehen. Und in diesen Umfragen von Heidmeier, das war übrigens vor Sarrazin rausgebracht. Der Wähler verändert sich dialektisch. Es geht in beide Richtungen. Man hat bestimmte Erwartungen aneinander und die setzt man ziemlich rigoros durch. So, und dann